junger Mann? Ihnen hat es nicht gefallen? Wollen Sie noch ein Kompliment hören oder meine wahre Meinung? Komische Frage. Natürlich Ihre wahre Meinung. Es hat mir gar nicht gefallen. So eine Frechheit. Unglaublich. Aber meine Herren, lass uns den jungen Mann doch erst einmal zu Wort kommen. Also, Sie finden mich unbegabt. Aber keineswegs. Danke. Meine Herren, Sie meinen also, aus mir könnte noch was werden? Gewiss, wenn wenigstens etwa die Absicht haben sollten, zur Bühne zu gehen. Freilich, dann müssten Sie arbeiten, viel arbeiten. Schönheit und eine begnadete Stimme machen es nicht allein. Ein Lied wie dieses muss gebracht werden, ausgestattet, genau wie ein Theaterstück. Geht ein bisschen zu weit, Hohenburg, hä? Junger Mann, Ihr belehrender Vortrag mag ja ganz gut gemeint sein. Lieber Fürst, ich bitte Sie. Also, wie stellen Sie sich vor, dass man das Lied vortragen müsste? Bitte? Ich bin heute ja so verliebt, wie heute war ich noch nie verliebt. Mein Herz möchte vor Glück vergehen, noch nie war das Leben so schön. Ich tausch nicht für Millionen ein, die Freude so verliebt zu sein. Ich frag nicht, was geschieht, wenn dieses Glück morgen entflieht. Heute Nacht will ich nicht fragen, will dir nur sagen, mit meinem Lied. Ich bin heute ja so verliebt, so unsagbar verliebt. In wen soll ich's gestehen, frage ich mich. Wer weiß, vielleicht in dich. Ich bin heute ja so verliebt, wie heute war ich noch nie verliebt. Mein Herz möchte vor Glück vergehen, noch nie. Meinem Lied.
Und Sie, junger Mann, Ihnen hat es nicht gefallen? Wollen Sie ein Kompliment hören oder meine wahre Meinung? Selbstverständlich Ihre wahre Meinung. Wieder als Wander. Wenn jemand dich mal kritisiert und nicht gleich richtig schätzt, sei still, wenn er auch protestiert, sei bitte nicht verletzt. Es beugt sich in Bewunderung, dasselbe heut vor dir. In Chor und voll Begeisterung singt alles jetzt mit mir. Wem dieses Lied nicht konveniert, der ist ein armer Tropf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie ich bitte, warum ich das wohl tu? Warum ich das wohl tu? Sie ist mal hier so sitte, Chacas und du. Sie ist mal hier so sitte, Chacas und du. Sie haben recht, Marie. Wir sind wirklich Kinder. Wir gehören zusammen. Das wissen wir doch beide. Und jahrelang kämpfen wir gegeneinander. Du nicht als einer dem anderen beweisen. Sie, dass Sie auch eine große, ernste Künstlerin sind. Ich, dass ich auch eine Oper leiten kann. Was haben wir mit all dem zu tun? Wir können es auch, ja, aber unser Garten, unser Kind ist doch die Operette. Und noch nie sind wir zwei auf die Idee gekommen, alles, was uns brennt, zum Teufel zu jagen und uns zusammenzutun. Wir beide miteinander. Ja, du lieber Gott, er selbst, der liebe Gott, müsste seine Freude dran haben. Franz, nicht so schnell. Strauß und Supé müssen gemeinsam komponieren. Die größten Dichter werden miteinander schreiben. Die Operette, die Rolle für sie. Und ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Die Sterne vom Himmel herunterholen, um den Rahmen zu schaffen. Für die Kunst, für die Schönheit. Da seid ihr ja, ganz frisches Kopfwerker, eben fertig geworden, zergeht auf der Zunge. Gute Nacht. Gute Nacht.